Hier ist nun einer dieser vielen. Er ist einer der wenigen Lehrer, der sich traut, zur derzeitigen Situation Stellung zu beziehen. Einen herzlichen Applaus für Ferdinand Hofer. Danke. Ich möchte vorerst dem Verein meinen Dank dafür aussprechen, dass ich hier heute reden darf. Und euch möchte ich danken fürs Kommen. Bitte kommt weiter nach vor. Die Abstandsregel ist nicht so heftig zu interpretieren, dass man gleich 10 Meter Abstand lassen muss. Dann hört ihr auch mehr. Und da wird es einiges zu hören geben. Mein Name ist Ferdinand Hofer, ich bin Salzburger, 40 Jahre alt, bin Familienvater eines halb kubanischen Sohns. Einige Stationen aus meinem Lebenslauf, ich glaube, das ist heute immer wichtig, weil man sagt immer, ja, wer sagt denn das? Und genau das erzähle ich euch jetzt. Ich habe Matura gemacht in Gleisheim, bin Auslandszivildiener in Nicaragua gewesen, war später in der österreichischen Botschaft Mitarbeiter im Office of Science and Technology in Washington D.C., habe wiederum Arbeiten in Nicaragua angenommen, unter anderem eine Segelschule dort aufgebaut und für 5 Jahre lang geführt. Meine Reisen haben mich durch Kuba, Indien geführt. Ich habe ein Jahr in der Schweiz gelebt. Also ich glaube, ihr könnt alle sehen, ich bringe alles Zeug mit für einen typisch rechten Verschwörungstheoretiker. Ja! Was ich aber definitiv mitbringe, ist, ich kann mein eigenes Gehirn noch benutzen und meine Verantwortung mit Name und Gesicht hier in aller Öffentlichkeit wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, was wieder gefragt ist heute. Ich weiß. Ich weiß, dass die Ausführungen und meine Position hier durchaus auch meinen Lehrvertrag gefährden werden. Aber wisst ihr was? Es ist mir ganz egal. Bravo! Denn wenn das... Bravo! Ich bin im Übrigen ein Lehrer mit jeweils einjährig verlängerten Lehrverträgen. Das heißt, ich kann nächstes Jahr vielleicht nicht mehr unterrichten. Aber eines kann ich euch sagen. Wenn ich nicht mehr unterrichten darf, dann ist das kein Problem für mich, denn dann ist das nicht mehr mein Beruf. Ich bin Lehrer, ich bin nicht Kerkermeister. Ich möchte zuallererst mit einem Zitat beginnen, das es eigentlich in sich hat. Und dieses Zitat ist von Erich Kästner. Wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung. Das Interessante ist, meine Rede müsste ja eigentlich sowieso obsolet sein. Und ich kann das anfänglich auch gleich beweisen. Und wir könnten eigentlich diese Rede in einer Minute wieder beenden. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt in der österreichischen Verfassung ein Gesetz, das 2011 vom Nationalrat verabschiedet worden ist. Und zwar, Österreich hat die UN-Kinderrechtscharta ratifiziert und ein eigenes Verfassungsgesetz zu den Rechten der Kinder beschlossen. Bundesgesetzblatt Römisch 1, Nummer 4-2011. In diesem Gesetz steht im letzten Satz des ersten Artikels Folgendes zu lesen. Bei allen Kindern betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen, ich glaube, da sind die Schulen ziemlich gut dabei, oder? Muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. Bitte, wir haben es hier mit Verfassungsbruch zu tun. Ich gebe das zu bedenken. Ich werde dann auf diesen Artikel bzw. auf dieses Gesetz in unserer Verfassung später noch zurückkommen. Jetzt aber in medias res.
Und zwar werde ich kurzum über vier Themen sprechen. Zum ersten das Trauma des ersten Lockdowns. Ich sage bewusst erster Lockdown, denn der zweite ist in Vorbereitung oder gerade im Begriff durchgeführt zu werden. Zweitens, wie sieht die Unterrichtssituation an den Schulen heute aus? Nach, vor oder schon wieder fast mitten im neuen Lockdown? Drittens, was haben die Konsequenzen, die die Digitalisierung, die stattgefunden hat, eine zunehmende Digitalisierung, was hat das für Konsequenzen für die Kinder? Dann möchte ich kurz, aber nur sehr kurz, denn wir haben dann noch einen Juristen, der sprechen wird, auf rechtliche Bedenken eingehen und rechtliche Pflichten, Stichwort Remonstrationspflicht. Und ganz zum Schluss einen Ausblick, der uns hoffentlich allen Hoffnung geben wird, weil darum geht's doch. Wir sind alle heute hier, weil wir was anderes wollen und wir müssen das durchsetzen. Ja! Vor allen Dingen wollen wir es durchsetzen, weil es um unsere Kinder geht. Und die sind wohl das Vulnerabelste in unserer Gesellschaft. Ich beginne mit dem ersten Lockdown. Was habe ich bei den Schülern beobachtet? Grundsätzlich Überforderung und Angst. Diese Angst, das wissen wir, wurde bewusst geschürt unter Kenntnis anderer fachbezogener Tatsachen, medizinischer Tatsachen. Diese Angst wurde in die Köpfe der Kinder verpflanzt. Sie wurden auch zu Schuldigen als Superspreader. Hier verwendet man natürlich wieder einen Anglizismus, bezeichnet. Es ist interessant, der österreichische renommierte Biologe Clemens Awey, ich glaube, er ist jetzt sehr viel in den Medien, hat ein Buch geschrieben, es ist recht neu, es heißt Wir können es besser. Und in diesem Buch beschäftigt er sich unter anderem auch damit, was Angst und Stress in den Gehirnen und in den Körpern der Kinder erzeugt. Angst und Stress aktiviert nämlich das Sympathische, das Sympathikus-Nervensystem, das unseren Körper durchzieht und das Gehirn mit unserem Körper verbindet. Das sind keine zwei getrennten Einheiten. Was macht dieses sympathische Nervensystem? Es bereitet den Körper auf Flucht und Kampfbereitschaft vor. Und gleichzeitig reduziert es alle nicht für Flucht und Kampfbereitschaft notwendigen Körperfunktionen, einschließlich organischer Funktionen, aber auch des Immunsystems. Es ist also, und das kann sich jeder selbst beantworten, auf alle Fälle eine kontraindizierte Maßnahme, Kinder in Angst und Stress zu versetzen und sie zu beschuldigen und gleichzeitig zu sagen, wir machen das jetzt zum Schutz der Kinder vor diesem Virus. Was habe ich weiter beobachtet? Ich habe einen Rückzug vieler meiner Kinder beobachtet. Ich habe das gemerkt, wenn ich Betreuung angeboten habe, bei uns in der Mittelschule, in der ich arbeite. Die Kinder haben mich, nicht alle, aber einige haben mich nicht mehr gegrüßt. Das Grüßen ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Schule. Sie sind mir ausgewichen, sie waren verängstigt, sie haben sich zurückgezogen. Meine Interpretation, sie waren unsicher, beziehungsweise sie haben sich unwohl gefühlt. Schuldgefühle. Diese wurden bewusst erzeugt. Schuldgefühle mit Wörtern wie ihr seid schuld, wenn ihr nicht genügend Masken tragt. Ihr seid schuld, weil ihr die Superspreader seid. Ich habe mir mal
bin ja auch in einem meiner Studienfächer, diese waren Geografie, Spanisch und Portugiesisch, linguistisch interessiert. Man muss immer, wenn ein Euphemismus neu geprägt wird, und das sind Euphemismen, sofort nachdenken, was wird eigentlich damit gesagt? Und ich bin darauf gekommen, Superspreader kann ich eigentlich nur noch mit Volksschädling übersetzen. Was hier passiert, ist die Wiederholung dessen, was wir Gott sei Dank schon hinter uns haben. Dass eine Gruppe, in diesem Fall die Kinder, beschuldigt und stigmatisiert wird und dazu aufgerufen wird, zu Hause zu bleiben, sich selbst einzusperren, um den anderen Teil nicht der Bevölkerung nicht zu gefährden. Bringt eure Opas und Oma nicht ins Grab, hat man gesagt. Ich glaube, wir erinnern uns an das. Jetzt möchte ich noch auf die Eltern zu sprechen kommen, weil die Eltern haben einiges zu tragen gehabt in diesem Lockdown. Und zwar, sie selbst haben mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt, drohende Arbeitslosigkeit, Verringerung des Einkommens durch Kurzarbeit und so weiter. Und in all dieser Zeit mussten sie noch als Ersatzlehrperson, und so formuliere ich das jetzt absichtlich, als Ersatzlehrperson zu Hause fungieren. Bitte, ich habe mit vielen Eltern per E-Mail kommuniziert und das genau feststellen können. Sie waren überfordert. Nicht alle Eltern. Es hat ja nicht alle Schichten der österreichischen Gesellschaft gleich stark getroffen. Aber man kann sich wohl einiges ausmalen, nämlich dass besonders diese Schichten, die sowieso schon von der Bildungs- und sozialen Schere am meisten betroffen waren, natürlich auch von diesen Maßnahmen und dem Rückzug in eine digitale Welt mit der Notwendigkeit, von den eigenen Eltern zu unterstützt zu werden, dass gerade diesen Teil der Bevölkerung am meisten getroffen hat und somit genau entgegen der von uns eigentlich bestrebten Ziele, nämlich die Verringerung der Bildungsschere, ist. Ich möchte hier auch die Gelegenheit nutzen, und das meine ich ehrlich, den Lehrern ein großes Lob auszusprechen. Es haben wirklich die meisten, alle eigentlich, meiner Kolleginnen und Kollegen großartige Arbeit geleistet. Und ich glaube, diejenigen von uns, die hier stehen und Kinder haben, können das bezeugen. Ich danke den Lehrern dafür. Sie haben gut reagiert, sie haben improvisiert und auch selbst, viele von uns haben ein oder mehrere Kinder auch diese Mehrfachbelastung gehabt und zudem noch einen Unterricht durchgeführt, der um einiges intensiver zu führen ist als der Unterricht im Klassenraum, nämlich vom organisatorischen Aufwand her. Und das haben sie großartig gemeistert. Zudem möchte ich auch noch ins Treffen führen, auch die Lehrer wurden mit dem Virus der Angst angesteckt. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen hatten Angst und haben bis heute Angst vor einer Ansteckung, obwohl längst erwiesen ist, dass die Kinder die sind, die am wenigsten dieses Virus verbreiten. Nun, wie schaut der Schulalltag jetzt aus? Wir haben Maskenpflicht. Maskenpflicht nicht nur drinnen, nein, auch im Pausenhof. Es gibt nur eine mir bekannte wissenschaftliche Studie, die sich überhaupt mit der Maskenpflicht befasst. Das ist die sogenannte Sachsen-Studie, weil sie von der Universität Leipzig durchgeführt wurde. Ich lese hier kurz ein Zitat zu dieser Sachsen-Studie, wenn es da nicht da war. Wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet, genau.
So, ZDF, 3. August 2020. Im Vergleich zum sonstigen öffentlichen Raum scheine es in den Schulen kein erhöhtes Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu geben, heißt es in einer am heutigen Montag veröffentlichten Studie der Universität Leipzig. Ich frage mich, aus welchem Grund trotzdem in den Schulen, und da rede ich noch gar nicht über die Sinnhaftigkeit und nur über den Schutz, den Masken wirklich bieten könnten, warum wir eine Maskenpflicht in Schulen haben. Ich glaube, die Frage kann sich jeder selber beantworten, warum es wirklich geht. Ja. Des Weiteren. Die Lernatmosphäre ist ganz was Wichtiges im Unterricht. Ich habe einen Großteil meines Lehramtsstudiums damit verbracht, über diese Dinge aufgeklärt zu werden. Das war sogar vom Anteil her weit größer als die eigentliche Wissensvermittlung bezüglich meiner Unterrichtsfächer, nämlich Spanisch und Geografie. Und jetzt auf einmal sind alle diese Themen anscheinend nichts mehr wert. Man muss sich fragen, wie viel sind uns die neuen pädagogischen Konzepte wert, die da in einer School of Education an der Universität Salzburg gelehrt werden und mit der die Studenten durchwegs auch drangsaliert wurden. Angst und Unsicherheit, auch das habe ich festgestellt. Ich kann das auch daran festmachen, dass die Kinder Zukunftsangst haben. Fächer wie Italienisch und Spanisch, wohlgemerkt an einer Mittelschule, haben überhaupt keinen Zulauf mehr. Hingegen haben andere Fächer, die rein funktionalistischer Natur sind, wie zum Beispiel Computerführerschein, regen Zulauf. Es geht also eindeutig hin weg von einer humanistischen Ausbildung mit humanistischen Werten und hin zu reinem Funktionalismus, zu Individuen, die für die Wirtschaft zu funktionieren haben. Planungssicherheit. Diese ist kaum mehr gegeben, egal ob es um Referate geht, um einen Schulausflug. Wir Lehrer sind wirklich auch verzweifelt. Wir können fast nichts mehr anbieten. Und das führt zum nächsten Problem. Es ist eigentlich der Wegfall der sozialen Komponente des Unterrichts. Die Menschen sind einfach soziale Wesen, genau übrigens wie Tiere. Und ein Skikurs oder eine Sportwoche ist eben mehr als nur die bloße Aktivität. Ich sage das auch ganz bewusst vom Hintergrund meiner weiteren Tätigkeiten, Segellehrer und Kanuführer. Ich weiß einfach, was hier Sache ist und wie viel das wert ist, wenn man solche Dinge gemeinsam mit Kindern macht. Ein wichtiger Teil des heutigen Unterrichtslebens, wie auch in der Öffentlichkeit, ist der Abstand. Abstand hat sowohl psychologische Folgen, Freundschaften zwischen Klassenverbänden werden auf diese Art zumindest beeinträchtigt. Es hat aber auch biologische Folgen. Biologisch nämlich deswegen, und ich zitiere jetzt wieder sinngemäß einen der renommiertesten derzeit österreichischen Biologen, nämlich den Clemens Awey. Er sagt, und da gibt es genügend Studien darüber, das Trainierte, nicht das Angeborene, sondern das im Laufe der Kindheit antrainierte Immunsystem braucht den Kontakt zu anderen Kindern. Es ist eine Unmöglichkeit. Es ist eine Unmöglichkeit, den Kindern diesen Kontakt und das Training dieses Immunsystems zu verwehren. Bravo! Das kann wohl nur im Interesse von anderen Wirtschaftstreibenden liegen. Ein Schelm ist, wer dabei an die Pharmaindustrie denkt. Zu den Lehrern. Auch wir leiden unter dem Maskenzwangpflicht. Der Herr Hofer
trägt übrigens keine Maske. Bravo! Ich habe gleich zu Beginn des Schuljahres meinem gesamten Kollegium in der Semesterbeginnkonferenz bekannt gegeben, dass ich da nicht mehr mitmache. Und ich stehe hier im Bewusstsein all dieser Konsequenzen, die das, was ich jetzt hier sage, für mich haben kann, aber es ist mir egal. Der blinde Gehorsam, der oft unhinterfragte blinde Gehorsam des Maskentragens erinnert mich an das Zitat eines guten Facebook-Freundes, ja, sowas gibt es auch, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber der Mann ist sehr gescheit und er sagt, er habe noch nie beobachten können, dass Gehorsam eine Gesellschaft positiv verändert hätte. Und man kann es jetzt noch viel deutlicher sagen, und das tue ich jetzt, denn wir sind hier in Salzburg und ihr wisst, im literarischen Kanon Österreichs ist Oeden van Horváth mit Abstand einer der am meisten und wichtigsten und meist zitierten Literaten. Unser Hendorfer hat nämlich Folgendes gesagt: Wenn kein Charakter mehr geduldet wird, sondern nur der Gehorsam, geht die Wahrheit und die Lüge kommt. Die Lüge, die Mutter aller Sünden. Wenn kein Charakter mehr geduldet wird, sondern nur der Gehorsam, geht die Wahrheit und die Lüge kommt. Die Lüge, die Mutter aller Sünden. Die Lüge, die Mutter aller Sünden. Die Lüge, die Mutter aller Sünden. Ich hätte noch viel zu sagen. Ganz kurz, die Digitalisierung, und das haben einige Autoren, unter anderem einer der Erfinder des Internets, Clifford Stoll, bereits in den 90er Jahren geschrieben, in seinem Buch, Warum Computer im Klassenzimmer nichts verloren haben und andere Hightech-Ketzereien. Wohlgemerkt, der Titel ist etwas reißerisch, aber er hat etwas für sich. Gleichfalls auch Manfred Spitzer, der Gehirnforscher und Arzt, auch er äußert sich sehr eindeutig und da kommt wieder der Bezug zur fehlenden Haptik, zum fehlenden motorischen, durch Schreiben zum Beispiel, motorischen Lernen. Manfred Spitzer bezeichnet den Anteil des Lernens, den das Motorische ausmacht, ungefähr mit einem Drittel. Dieser fällt bei einer völligen Digitalisierung des Unterrichts weg. Mit allen weiteren Nebeneffekten wie vollkommene Überwachung, was denn wir Lehrer denn zu machen? Nein, bitte. Gleich. Die Digitalisierung, und damit möchte ich dieses Thema schließen, ist für mich ein reiner oder kann ein reiner Selbstzweck sein. Und da ist eine Gefahr dahinter. Die Digitalisierung des Unterrichts und das Erlernen von einem bloßen Werkzeug, das zumeist sogar nur Softwarewissen ist, das ist ja gar kein echtes Wissen, ist dann unnötig, wenn die Kinder nicht gleichzeitig lernen, kritisch zu denken. Das müssen auch einige Lehrer noch lernen im Übrigen. Bravo! Ja. Denn ich frage mich, wie kann mir ein Geschichtelehrer,
der seit 30 Jahren Geschichte unterrichtet, auf meine Anfrage, ob er denn nicht helfen will, mir sagen, er verstehe das alles, aber er hat Angst, alles zu verlieren, jetzt wo die Pension schon näher rückt. Das ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Wir müssen einiges hinterfragen. Wir müssen kritisch den Kindern das Denken lernen und selbstständig denken. Das ist viel wichtiger als jedes Softwarewissen, weil das ist vergänglich. Vorletztes Thema, ein kleiner Exkurs ins Rechtliche. Im österreichischen Beamtengesetz, Beamtendienstgesetz, ist unter dem Artikel 683 Folgendes zu finden: Remonstrationspflicht. Außerdem müssen Sie Ihrem Vorgesetzten, Sie, nämlich die Beamteten, und ich bin zwar nicht Beamteter, aber handle hoheitlich, stelle mich daher einem Beamten gleich. Außerdem müssen Sie Ihrem Vorgesetzten Bedenken wegen einer Ihrer Meinung nach grundrechtswidrigen, und da sind wir genau bei dem, was ich ganz anfänglich gesagt habe, wegen einer grundrechtswidrigen Weisung mitteilen. Remonstrationspflicht. Magister monstrat, haben wir alle gelernt in Latein. Der Lehrer zeigt. Ich fordere meine Kollegen und Kolleginnen nicht nur zu einem netten und lieben Umgang mit unseren Kindern in dieser Zeit auf, ich fordere sie auch auf, zu remonstrieren. Bravo! Was ist für uns Lehrer ein derzeitiges Problem? Es sind diese sogenannten PCR-Tests. Ich muss das jetzt hier sagen, denn hier geht es wirklich ans Eingemachte. Die PCR-Tests, und darüber werden meine Rednerkollegen nachher noch reden, sind ein ungeeignetes Mittel, eine Krankheit an sich auszuweisen oder zu diagnostizieren. Es geht hier darum, dass es kein geeignetes Diagnosemittel ist. Trotzdem werden diese PCR-Tests jetzt hergenommen, um eine Pandemie herbeizutesten. Genau das wird gemacht. Und es gibt Lehrer, die derzeit, genauso wie Schüler im Übrigen, Opfer von diesem Testwahnsinn geworden sind. Und es hat massive Eingriffe in deren Privatleben und nicht nur in das Leben dieser betroffenen Lehrer, sondern auch aller im Haushalt Ansässigen. Und jetzt zitiere ich euch etwas, was mir zugespielt worden ist von einer Lehrperson aus dem Bundesland Salzburgs. Und das hat es wirklich in sich. Das Gesundheitsamt kontaktiert diesen Lehrer mit einer völlig erfundenen Geschichte. Der Lehrer konnte im Nachhinein übrigens beweisen, dass er zu diesem Schüler nicht einmal zum genannten Zeitraum Kontakt hatte. Und schreibt dem Gesundheitsamt: Ich erkläre hiermit eidesstattlich, dass ich weder eine Person dieses Namens kenne, noch zu irgendeiner mir namentlich nicht bekannten Person, auf die sich diese im Dokument gemachten Angaben beziehen könnten, Kontakt gehabt habe und das weder zuvor, zum oder dem angegebenen Zeitpunkt, Anmerkung, ja, dieser Lehrer hat keinen Kontakt gehabt, offensichtlich. Ja. Abgesehen davon, dass ich jeden Kontakt zur genannten Person bestreite,
geht aus Ihrem Schreiben, nämlich das des Gesundheitsamtes, der sogenannte CT-Wert des Testes, der von Ihnen als solche bezeichneten Kontaktperson nicht hervor, welcher, wie seit Monaten bekannt ist, eine Aussage darüber zulässt, ob die Person überhaupt potenziell infektiös ist. Jetzt geht es aber weiter. Das Gesundheitsamt meldet sich wieder zurück und sagt, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie nach dem Epidemiegesetz § 5 28a diese Checkliste, was auch immer das ist, es ist definitiv kein amtlicher Bescheid, diese Checkliste zu ergänzen haben. Wenn weiterhin keine Kooperation Ihrerseits aufkommt, muss ich Sie darauf hinweisen, dass wir die Polizei anfordern müssen. Es geht weiter. Und das muss hier gesagt werden. Ich weiß, ich bin weit über meiner Redezeit, weil das hat sie in sich. Aus Ihrem Schreiben, antwortet der Lehrer wieder, aus Ihrem Schreiben geht der sogenannte CT-Wert des Schülers XY nicht hervor, welcher, wie seit Monaten bekannt ist, eine Aussage darüber zulässt, ob die Person überhaupt potenziell infektiös ist. Diesen Wert nicht zu erheben und dann auf Basis lediglich eines positiven PCR-Wertes eine Quarantäne auszusprechen, ist aus meiner Sicht weder sachlich noch rechtlich gerechtfertigt. Dies umso weniger, als mein letzter Kontakt mit dem Schüler XY nunmehr 10 Tage her ist und ich keinerlei gesundheitliche Beschwerden habe. Rechtlich bedenklich und sachlich absolut ungerechtfertigt ist daher für mich auch ein PCR-Test, welchen ich aus grundsätzlich datenschutzrechtlichen Gründen und so weiter ablehne. Gleichfalls ablehne und als einen unzulässigen Eingriff in meine verfassungsrechtlichen Rechte betrachte. Die Antwort des Gesundheitsamtes, jetzt kommt es Wort auf Wort, gar keine mehr. Die Antwort war um 22 Uhr des Nachts Polizeieinsatz im Haus dieser Lehrperson, bei dem versucht wurde, den Aufenthaltsort der Lehrperson von den anwesenden Personen zu erfahren, die dabei im Haushalt der Lehrpersonen anwesenden Personen wurden von den 3 Polizisten des Einsatzkommandos als potenziell hochinfektiös dargestellt und ein hoher Sicherheitsabstand abgehalten. Orwell, schau ober! Bravo! Letzter Satz. Ich schließe meine Rede hier als Ferdinand Hofer mit einer dringenden Forderung. Wir wollen zurückkehren zu einem normalen Unterricht und zu den Zielen, und diese waren sehr viele, die wir vor Corona eigentlich für eine Verbesserung unseres Schulsystems hatten und die heute keinen Platz mehr haben. Bravo! Und ich fordere auf, das Parlament, das österreichische Parlament muss dem Auftrag der Wähler nachkommen und seine Funktion als Kontrollorgan auszuüben. Das österreichische Parlament hat, und hier besonders die Opposition, die Notwendigkeit, dieser Regierung das Misstrauen auszusprechen. Ich spreche hiermit offiziell dieser Regierung das Misstrauen aus. Ich fordere diese Regierung zum sofortigen Rücktritt. Bevor noch mehr Schaden an der österreichischen Bevölkerung entsteht. Jetzt ist noch Zeit dazu. Treten Sie zurück, räumen Sie Ihren Sessel. Bravo! Und ich hoffe auch, dass unser Herr Bundespräsident dieses Video sieht, denn auch er hätte die Aufgabe, diese Regierung sofort abzusetzen, eine Expertenregierung einzusetzen, die sich unter anderem darum kümmern muss, wie dieser Schaden an unseren Kindern wieder gut gemacht werden soll. Und dafür braucht es jetzt echte pädagogische Konzepte. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ferdinand, für deinen Mut und für deine bewegenden Worte.